Hi Leute, hier ist wieder Firewall und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Im letzten Part waren wir hier in Port Valdez und haben einige Ärsche getreten und ein grauenhaftes Statistik abgesahnt. Ja. Aber in diesem Part werden wir das alles ändern, indem wir Hardcore Heavy Metal Chuck Norris Style. Chuck Norris mäßig den Gegner plätten. Leider habe ich keinen Knopf für den Roundhouse Kick oder ich habe ihn noch nicht gefunden. Das wird es vereinfachen. Gerade wenn wir von Chuck Norris da sprechen. Wow, was geht hier ab? Party oder was? Ich will Granaten werfen. Wie, ich habe keine... Achso, falscher Knopf. G wie Granate ist nämlich nicht der Knopf für Granate. F wie Granate. Frag Grenade ist der richtige Knopf. Das passiert, wenn man auf seine Tastatur guckt. Viel mehr als auf dem Bildschirm. Komm schon, komm schon. Na, danke. Ach, ist blöd. Blöder Panzer. Es gibt nicht viel, worüber ich reden könnte. Das ist das Problem. Ja. Das, ich musste erstmal wieder reinkommen. Wieder 15 Minuten Scheiße labern. Das ist grauenhaft. Glaubt mir, das ist gar nicht so einfach. Leute kommen auf mich zu und sagen, dass sie Let's Player werden sollen und holen sich von mir Tipps. Das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das beurteilen soll. Auf der einen Seite ist es durchaus schmeichelhaft, denn es zeigt, dass Leute mich als eine Art Vorbild sehen, eventuell. Ach komm schon, jetzt mach ich den aber fertig. Komm schon. Ja, das sollte es gesessen haben. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das kann nicht wahr sein. Ist er nicht kaputt? Wo ist er? Da. Ja, hat sich beschädigt, immerhin. 30 Punkte. Arschloch. Ja, Leute, kommen auf mich zu, fragen mich, wie mein Let's Player wird. Leute, ganz ehrlich, keine Ahnung. Und ich würde auch jedem davon abraten, es zu tun. Es ist ein undankbarer und müßiger Job. Muss man wirklich so formulieren. Es ist ein sehr schwieriger Job vor allen Dingen. Und, ja. Es macht viel Spaß, natürlich. Und wenn man denn einfach mal Lob kriegt für die Arbeit, die man hier macht, ist das wirklich herrlich. Aber Leute, wenn ihr Let's Player werden wollt, wenn ihr dasselbe machen wollt wie ich, also Spiel spielen, kommentieren, bla bla, Spaß haben, seid euch darüber im Klaren, dass jedes Mal, wenn ihr euch in die Öffentlichkeit stellt, es Leute gibt, die das, was ihr macht, nicht toll finden werden. Oder auch Leute, die das, was ihr macht, toll finden werden, euch das aber nicht gönnen. Ja, also nur so am Rande. Ich sehe mich zwar nicht in der Position... Was war das denn? Ja, ich sehe mich zwar nicht in der Position, in irgendeiner Weise Ratschläge zu geben und so, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was ich euch sagen kann im Moment. Mehr nicht. Aber zurück zum Spiel. Nein, nicht zurück zum Spiel, ich labere weiter irgendwelchen Kram. Ich war in Harburg und, ja, hab mir einen tollen Bildschirm gekauft. Wie ihr im letzten Part schon erfahren habt, ist er weg. Und dieser Bildschirm hilft mir weiterhin bei der Aufnahme. Aber Harburg ist ja krass. Also ich bin da mit diesem 200-Euro-Paket wirklich voll sichtbar mit Rechnung noch in der anderen Hand durch Harburg gelaufen. Und Harburg ist... Ich will nicht sagen, Hamburg ist ein gefährliches Viertel. Bei weitem nicht. Es ist immer noch relativ sicher. Aber es ist doch festzustellen, dass Hamburg... Relativ, nicht Hamburg, Harburg, relativ, ja, nicht von Reichtum geprägt ist und eher zu den Problemstadtteilen gehört. Das ist eine objektive Feststellung. Viele Leute werden mir da sicherlich zustimmen. Ich will ja gar nicht böse klingen. Aber es ist so. Es ist einfach aufgefallen und es fällt auch auf. Und mit diesem 400-Euro-Paket, Quatsch, aber Mann, warum verdoppel ich immer Werte? Diesen 200-Euro-Paket und Rechnung in der anderen Hand da durchzulaufen, gab mir doch ein leicht mulmiges Gefühl. Im Sinne von, hey, gefährlich und so. Aber auf der anderen Seite war es auch total locker, weil es, wie gesagt, war ja nicht dunkel oder war ja nicht gefährlich. Wie gesagt, Harburg ist eigentlich nicht gefährlich, aber es gibt Ecken, wie wahrscheinlich auch in jeder anderen Stadt. Da möchte ich mich unbedingt allein hinbegeben. So, wir sind Sanitäter. Und als Sanitäter kann man Leute wiederbeleben. Yay! Und was kriegt man dafür, dass man Leute wiederbelebt? Nun, erstmal gehen wir hier rein, weil das sicherer ist. Weil wir als
Fleisch klopfen, irgendwie ein bisschen weich sind. Jetzt gehen wir wieder raus, weil wir Leute beleben wollen. Nun zurück zum Panzer. Nun zurück zu mir. Zurück zum Panzer. Und zurück zu mir. Bam. Zap. Hey, du siehst aus, als hättest du 3 Kilo Blei im Bauch. Nimm diesen Stromschlag. Wow, mir geht's gleich viel besser. Dankeschön. So. Wie festgenagelt. Das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Genagelt. Und wir haben gewonnen. Unglaublich. Und der übliche Flame zum Anfang. I can't be based, stupid tank, deine Mama. Und wir werten uns ein wenig aus. Wir haben 10 zu 17, was grauenhaft ist. Und 1770 Punkte, was gar nicht schlecht ist. Alles in einer eine durchaus zufriedenstellende Runde. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. So. Aber ich glaube, ich werde es bei dieser Aufnahmesession bei 2 Parts belassen, weil ich auch noch ein bisschen was anderes aufnehmen will. Beziehungsweise muss, beziehungsweise möchte. Aber ja, falls sich jemand mit 2 Bildschirmen, 2 parallel geschalteten Bildschirmen auskennt, so möge er mir doch bitte eine private Nachricht senden mit dem Betreff 2 Bildschirme, weil ich da noch einige Fragen habe. Ja, das wäre sehr schön. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich muss aufstoßen, die ganze Zeit ist grauenhaft. Gut, wieder im Angriff. Das ist das Problem bei... Sag mal, ist das hier nur eine Karte, die nur weil das macht? Das ist immer sehr schön, dass man dann auch mal angreift und verteidigt und gehen muss. Toll, wer hat denn hier mit Raketen reingeschossen, Idiot? Das ist unsere Deckung. Bist du verrückt? Bist du verrückt, Junge? So ein Feuerball. New Kids for the win. Wir versuchen uns mal ein bisschen einzusneaken. Oh, hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Sneak Attack funktioniert nicht. Also machen wir es mehr Rambo-Style. Chuck Norris-Style. Obwohl, Chuck Norris ist ja nicht immer direkt in die Basis reingegangen. Rambo ist ja mehr derjenige, der mit 2 MPs im Anschlag in random Richtung, ohne Rückstoß, zielend, irgendwie Gegner auch niedergemetzelt hat. Chuck Norris war ja mehr derjenige, der in einem Kreis von vielen Hitler stand und einem im Zweikampf einen nach dem anderen fertig gemacht hat, bis er ungefähr 100 Leute vor sich liegen hatte, die hätten sich alle gleichzeitig auf ihn raufgestürzt, ihn ohne weiteres fertig machen können. Hätten können. Stirb. Danke. Verdammt. Ja, ich bin ein Punktespieler. Deswegen kriegt ihr hin und wieder mal Doppelkills, aber naja. Ach ja. Über was können wir sprechen? Käsebällchen? Keine Ahnung. Es gibt wenig Gesprächsthema im Moment. Kurz vor 500 Abo-Special. Ich habe mir schon ein Special ausgedacht. Das werde ich aber zeitnah erst fertig machen können. Ja. Und natürlich gibt es auch ein 2192 Abo-Special. Ist doch ganz klar. Das muss sein. Weil, aus offensichtlichen Gründen würde ich sagen, ne? Ach komm schon. Ich will nicht immer sterben. Und ich habe was sehr Cooles entdeckt. Nostalgia Critic. Nostalgia Critic, vielleicht kennen das ja einige sogar von euch, ne? Website ist thatguywiththeglasses.com. Ist einfach witzig. Was er macht ist, vielleicht kennen einige von euch den Angry Video Game Nerd. Der macht alte Spiele. Nostalgia Critic macht alte Filme. Und er macht es so unglaublich witzig. Vielleicht kennen einige von euch den ersten Pokémon-Film, ja? Nostalgia Critic hat den auch gemacht. Und ich mag Pokémon. Offensichtlich. Und ich mag auch den ersten Pokémon-Film. Tatsächlich wollte ich ihn erst letztens wieder gucken, habe ihn aber nicht mehr gefunden. Und, wie gesagt, ich bin pro dieses Films. Aber er ist echt kontra und er hat es so witzig gemacht. Er hat die Pokémon so geil verarscht, dass ich darüber lachen musste. Obwohl ich diesen Film mag. Und er hat recht. Rückblickend betrachtet hat der Mann wirklich recht. Und das ist einfach das Witzige an ihm. Er nennt die Dinge meinem Namen und er hat dabei einfach recht. Auch wenn er fies ist, er hat recht. Guckt ihn euch an, That Guy with the Glass. Penis. ThatGuyWithTheGlasses.com. Super geil. Echt, wirklich. Mache ich mir gern hier auf meinem Monitor an, leg mich in mein Bett und guck das einfach so mit einem Auge, während ich wegdöse. Macht sehr viel Spaß. Wenige Sachen im Internet bringen mich wirklich zum Lachen. Also, schaffen es wirklich, dass ich lache raus hier.
schaffe ich es wirklich, dass ich lache. Genau deswegen raus da. Er hat's geschafft. Und er ist kein professioneller Comedian. Er macht das hobbymäßig. Aber er ist einfach witzig. Er ist originell. Er... Ich weiß nicht. Ihr müsst ihn mal sehen. thatguywiththeglasses.com. Ich glaube, ich... werde euch das hier unten reinschreiben. Einfach mal kurz. Ist ja keine Mühe. Einfach, dass ihr kurz die Website wisst. Klickt mal drauf. Bin sehr überzeugt von seiner Arbeit. Er ist es nicht so sehr. Er gibt sogar Fehler zu. Aber er ist einfach witzig. Meine Fresse, ist der Typ... Gott, ist der Typ witzig. Gut. Du! Goldstar! High Five! Nummer 9. Noch ein und wir kriegen ein Platinumstar für 10.000 Punkte. Das wäre geil. Und dann kann ich mir auch eine neue Waffe aussuchen. Welche nehme ich denn da? Ich nehme die noch einmal sterben und dann ist der Part zu Ende Waffe. Ich glaube, die ist mächtig. Die ist so mächtig, die cuttet. Ja, die kann cutten. Die hat Kontrolle über Fraps und Pana X. Wo sind meine Finger? Oh, komm schon. So, da, Granate. Oh, da oben ist einer. Ja, dich habe ich wohl gesehen, Freundchen. Dich habe ich wohl entdeckt. Oh, ich bin verwirrt. Nein, ich brauche Erwachsenen. Ihr müsst natürlich... Also, er ist natürlich Engländer. Das müsst ihr wissen, ne? Gut, also noch einmal sterben und ich bin... Ich hatte Regel. 8-6, tolles Ergebnis. Goldstar. War doch ein recht erfolgreicher Part, oder nicht? Ja, also schaut doch nächstes Mal rein bei Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Ciao, Leute!